Hallo und herzlich willkommen zu Part 67 meines Let's Plays von Zipterra Core. In diesmal hoffentlich keiner Doppelfolge. Mal schauen, ob ich rechtzeitig Schluss machen kann. Man darf gespannt sein, ob ich auf die Uhr achte. Das finde ich eigentlich ganz lustig, dass hier gerade so viele Stühle stehen. Ja, allgemein sind es ja wirklich viele Bücher hier. Bücher und Stühle. Und ein paar Dinos, die wahrscheinlich einen weiteren Schalter für eine Tür bewachen. Ja, da sehe ich den schon rechts. Da ist er schon. Ja, wir sind immer noch im Palast des Kaisers und schlagen uns hier weiter durch. Anscheinend durch eine Art Bibliothek, wie es aussieht. Unschwer zu erkennen an den zahlreichen Büchern und den Stühlen. Ja, wir metzeln uns hier gerade durch ein paar Dinos, um an den Schalter zu kommen. So, und das war's auch schon. Schalter umgelegt und was passiert? Wir werden es gleich sehen. Ja, die zweite Tür geht auf und wir können jetzt die Treppe nach oben gehen. Wo kommen die denn her? Ich wollte gerade schon sagen, ja, jetzt warten bestimmt wieder respawnte die Gegner auf uns. Und da sind sie schon. Ja, nach der Runde müssen wir auch wieder Arime heilen. Die Gegner stehen relativ blöd für Arime. Können wir nur einen treffen. Ja, Maya macht am besten mal den da. Nein, es reicht nicht, okay. Ich dachte, das reicht. Naja. Macht halt Arime jetzt nochmal einen Schuss. Und das war's. So, also geht's zurück und durch das zweite Tor. Oh Gott, wer baut denn so eine Bibliothek, bitte? Also ohne Minimap ist man da echt aufgeschmissen. Und da muss ich ja dazu sagen, dass es nirgendwo steht. Ich glaube noch nicht mal im Handbuch zum Spiel steht das, dass man... Oder da steht vielleicht, dass man eine Minimap hat, aber nicht die Taste, mit der man sie aufrufen kann. Das ist übrigens Tab. Die Tab-Taste, mit der kann man die Minimap aufrufen. Falls jemand, der zuschaut, das Spiel kennt und selber nicht weiß, wie die Minimap aufmacht. Das geht mit der... Oh Gott, nein. Oh Gott. Ja. Gehen wir doch einfach mal. Unten sind wir links rumgegangen, gehen wir rechts rum jetzt. Wahrscheinlich direkt in die Arme von weiteren Robotern, natürlich. Wir springen einfach mal über die Mauer. Das können wir. Denn wir sind Maya. Die Überheldin. Oh Gott. So, mein Freund. Gehen wir mal auf den da und Maya macht mal den, weil ich glaube, Lobo ist ein bisschen stärker, der könnte den schon erledigt haben, genau. So, der lädt sich wohl nicht auf. Ich dachte, er lädt sich auf, aber er schießt... ich habe doch Maya markiert, was soll denn das? So, ja, wir waren hier gerade bei ihm. Bei der Minimap. Ich glaube, das wird hier im Spiel nicht erklärt. Und ich glaube, im Handbuch steht auch nur, falls es da überhaupt drin steht, dass es eine Minimap gibt. Aber bis man das weiß, dass es die Minimap gibt, dafür kann man schon an manchen Maps ordentlich verzweifeln. Das habe ich auch immer. Also, ich habe früher blaue Palastschlüssel. Ah, und da können wir wohl nur mit einem roten Palastschlüssel weiter. Okay. Das müssen wir uns also merken.
Okay. Na, da habe ich früher bestimmt auch, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber da habe ich bestimmt früher auch oft. Der folgt uns. Ey, der verfolgt uns. Boah. Gott, oh Gott. Ja, die Frage ist nur, ob er uns gesehen hat und einen Kampf will oder einfach nur da seine Runde läuft. Aber die Statuen sind übrigens recht cool. Ja, da habe ich dann oft, wahrscheinlich oft rumgesucht und da einige Karten auswendig gelernt. So, da wurde ich gerade mal wieder unterbrochen. Dafür konnte ich ein leckeres Spaghetti-Eis essen.